Herzlich willkommen zurück zu Sky Alpine Racing 2007. Mein Name ist Glabur. Jawolla, jawolla, jawolla. Weiter geht's. Ab, wir wollen wachsen. Ich hoffe, dass ich diesmal das wieder einigermaßen hinkriege. Wachsmarkt, manuell wachsen. Wachsen wollen wir. Wachsen, wachsen, wachsen. Wachsmeister erstellt eine Mischung von 62,45% Güte zum Preis von 200 Euro. Jawolla, werden wir machen. Ins Training, Trainermarkt, extra Training. Jawohl, was müssen wir diesmal? Rasante Abfahrt auf schwarzer Piste. Wehe, wenn Sie stürzen, fahren Sie schneller als 140 km/h. Okay, also nicht stürzen und 140 km/h erreichen. Dann sollte das auch klappen. Jawolla, jawolla. Oh, das war der falsche Knopf. Jawohl, ab geht's. Einmal nur 140 km/h erreichen und dann sauber nach unten pesen. Da haben wir schon die 140, perfekt. So. Uiuiui, mal raus aus der Hocke gehen. Das sieht schon spektakulär aus, aber es kommt sicher noch dicker. Nur nicht stürzen. La 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 la. So langsam komme ich rein ins Spiel. Und man muss einfach bei dem Extra-Training ruhiger werden. Wo lang? Da, jawohl. Uiuiuiui, das war knapp, Leute. Heilige Mama Maria. Und Kanonenrohr rum. Jawolla. Oh, uiuiui. Ja, da hat er recht, da hat er recht. Ich stimme ihm zu. Oh. Oh. Oh, oh. Hier hasse ich, diese Stelle hasse ich, also bin ich ganz ehrlich. Uiuiui. Ja, das war schon. Sieht ganz so aus, als würde er in einem Stück runterkommen. Wer hätte das gedacht? Oh, war das knapp. Oh, Alter. Alter, das mache ich aber nicht nochmal. Da ist mir gerade das Herz stehen geblieben. Alter, wo lang? Wir fahren außen. Jawohl. Oh. Ja, aber geschafft. Aber geschafft. Ja, Gott, mal gehen, du alter Ochse. Jawohl, extra Training geschafft. 152 km/h. So sollte das sein. Perfekt, perfekt. Sie haben extra Training geschafft. Trainieren und dann werden wir. Und dann werden wir. Ja, ja. Gehen wir mal. So ist es, glaube ich, normal. Wir machen mal zwei da, zwei da, zwei da, zwei da und den Rest hauen wir auf Kraft. So, trainieren. So, haben wir schon 20 Kraft. Oh, 20. Ja, 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 ja. So, ab wann können wir eigentlich mal was... New steht da sogar. Oh, wir können was Neues kaufen. Sogar für da gibt's was Neues. Hä? Oh. Unser haben 55, 40, 35, der 65, 20, 30. Aha, sonst noch nichts. Nö. Aber ob's das jetzt raushaut? Handhabung ist sogar bei den anderen besser. Lenkscheibung 35, 30. Geschwindigkeit 65, 55. Also da wird wohl nur die Geschwindigkeit erhöht. Das lassen wir erstmal. Gibt's hier auch... Oh, hier gibt's auch was Neues. Oh, hier gibt's sogar... 50, 70, 50. 55, 80, 40.
Ich würde sagen, wir warten mit den, mit den Sachen erstmal noch. Anzüge gibt es auch 9. Oh, Anzüge gibt es ja schon ohne Ende. 53, Geschwindigkeit 53. Unser hat 35. Komm, den holen wir uns hier schon mal ein bisschen mehr Power auf der Piste. Jawohl. Gekauft. So, was gibt's noch? Neue Bindungen. Auch nicht schlecht. Was kosten die denn? 4000 für Bindungen. Ja, leckt mich am Arsch. Dadurch erhöhen wir die Geschwindigkeit auch nochmal um 10. Komm, die kaufen wir auch noch und dann ist erstmal Ende im Gelände. Platten gibt's schon neue. Also das gucken wir uns das nächste Mal auf jeden Fall an. Und ab in den Wettkampf. Entschuldigung, meine Riesenslalom auf jeden Fall diesmal. Ein letztes Mal dürfen die Junioren heute beim Riesenslalom. Ich muss nur dran denken, dass ich öfters aus der Hacke gehe und dann klappt das nämlich auch. Zack, 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 Probelauf, jawohl, teilnehmen. Die Österreicherin Renate Götschl war 2005 die erfolgreichste Abfahrtsläuferin. Im gesamten Weltcup wurde sie dann Dritte. So. Wir schaffen das schon irgendwie. Irgendwie schafft man das immer. Das ist die bisherige Bestzeit. Heilige Maria. Haben wir den neuen Anzug jetzt gar nicht an? Hm. Exakt wie im Lehrbuch. Ja. Ja, mit diesem Lauf setzt er sich erstmal ganz vorne fest. Ja, ja, ja. Die Strecke fand ich jetzt auch ziemlich einfach gerade. Badl waren schon das. Ja. Wenn's meinst. Wenn du meinst, meine ich. So. Das war zweiter Platz. Sieht ja schon gar nicht schlecht aus. Aber um den ersten zu kriegen, fehlt uns eine Sekunde. Mal schauen, ob wir das jetzt... Ich sollte es nur nicht... Der übertreiben. Läuft. Gleich werfen wir einen Blick auf die Vorläufigen. Sondern ganz normal, so wie vorhin, einfach hier runterpesen. Und dann sollte das nämlich auch klappen. So. Damit liegt er erstmal vorn. Weiter so, Bub. Ja, weiter so, Bub. Ui. Ui, 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 da sind wir abgehoben. So. Das schaffen wir. Weltklasse, das ist Weltklasse, meine Damen und Herren. Meinst du, er hält das durch, Berti? Oh, das wird nicht leicht werden. Das wird Weltklasse und wir sind diesmal... Oh, ich glaube genauso schnell. Wie geil, wie geil, wie geil. Mal sehen, wo er steht, wenn die zweite Hälfte der Fahrer unten ist. Jawohl. Lehnen Sie sich zurück, liebe Zuschauer. So, da schauen wir uns das aber glatt hier mal an. Dritter, ich bin gut zufrieden. Außerordentlich spannender erster Durchgang. Das wird spannend, Leute, das wird spannend, das wird spannend, das wird spannend. Na komm, Baby. Der Riesenslalom wurde 1956. Oh, scheiß Start! Mist! Jetzt packt mich so langsam der Ehrgeiz in dem Spiel, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Olympische Disziplin. Jawohl. So. Hier aus der Hocke raus, wieder rein in die Hocke. Hier muss ich rausgehen, ganz kurz. Jawohl. Und das ist erstmal die Führung. Es sind nicht mehr viele Fahrer oben. Ja, aber die haben echt nur was drauf. Ah, das hat Zeit gekostet. Jawohl. Ich habe bisher noch nicht einen Fehler gesehen. Ich darf auch keine machen, du Ochse. Sonst bin ich disqualifiziert. Der verschenkt jetzt keine einzige Sekunde mehr. Gut so.
Jawohl, 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 jawohl. Das ist oh. Erstmal Platz 2 für ihn. Platz 2 nur, Mann! Schauen wir uns den Ritt Mist, mal verdammt. Ich gehe mal davon aus, dass du damit das Replay meinst. Und Zweiter, doch, Zweiter geworden. Perfekt, also ich bin vollkommen zufrieden. Mal sehen, wer im Weltcup sind wir Elfter. Ja, wir haben natürlich auch vorher richtig übelst gegimmt. Aber ich glaube, das sieht schon gar nicht schlecht aus. Dann Pedro und Walter, jawohl, weiter geht's. Da gibt's auf einmal erstmal Kohle wieder für. Sie haben den letzten Wettkampf als Zweiter beendet, dafür erhalten sie 160 Erfahrungspunkte und 2000 Euro. Sie haben den letzten Cup als Elfter beendet, leider gibt's dafür keine Prämie. Okay, herzlichen Glückwunsch, Sie sind eine Stufe aufgestiegen, bitte verteilen Sie Ihre neuen Talentpunkte. Wie viel? Wieder 4, okay, überall einen. So, lassen wir das auch bestätigen. Sie haben eine Aufgabe fehlerfrei Riesensaison erfüllt. Ja, sehr schön. So, jetzt will ich nochmal ganz kurz in den Shop gehen, weil wir haben ja eigentlich einen neuen Anzug gekauft. Habe ich den jetzt an oder habe ich den jetzt nicht an? Weil da hängt nämlich der Haken. Ja, verkaufen. Space-Taste für benutzen. Ah, wollen Sie den Anzug wirklich anlegen? Plus 18. Ja, den hatten wir nämlich gar nicht an. Ah, den muss man also noch bestätigen hier. Ah, sorry Leute, Bindungen haben wir ja auch gekauft. Und die ziehen wir auch mal gleich an. Space-Taste drücken, jawohl. So. Und wir müssen jetzt auch aber erstmal wieder ein bisschen sparen, wachsen. Wir müssen ja auch unsere, ja, Trainer und Wachsmeister ja bezahlen. Training, extra Training, jawohl. Rasante Abfahrt auf der schwarzen Piste. Springen Sie während der Abfahrt weiter als 100 Meter. Also das weiß ich noch nicht, wie ich das schaffen soll. Also da habe ich die Ecke noch nicht gesehen, wo man das schafft. Ob ich das schaffe, Leute, das weiß ich nicht. Da gibt es mit Sicherheit irgendwo einen Trick, wo man diesen Sprung schaffen kann. Aber wir werden mal sehen. Mein Gott, ist der jetzt schnell. Wenn mir kommt das jetzt gerade nur so vor. Beachtlicher Sprung, auch wenn hier sicherlich noch etwas mehr drin gibt. Vielleicht werden wir hier. Oh nee. Da habe ich dir voll vergeben. Und nach dieser kurzen Erholungspause geht's gleich ganz locker weiter. Ja, mit diesem Hüpfer gewinnt er hier bestimmt einen Blumentopf. Mehr aber auch nicht. Ja, ja, du blöder Ochse. Irgendwo gibt's doch hier eine Stelle, wo man die 100 Meter erreichen kann. Oder man kann sie noch gar nicht erreichen. Das weiß ich halt nicht. Könnt mir ja mal bitte in den Kommentaren schreiben, ob ihr das wisst, wo man diese 100 Meter da erreichen kann. Und ich bin keiner, der jetzt hier das ausmacht und dann hier irgendwie in die Trainingsdingens da geht und probiert, da irgendwo das herauszufinden. Also für diesen Höhenritt noch das Wort Piste zu verwenden, das ist ja wohl echt gefragt. Also ich finde hier keine Stelle, wo man die 100 Meter erreichen könnte. Auf jeden Fall ist der Fahrer viel kontrollierbarer in meinen Augen. Also ich bleibe konstant in der Hocke und habe wirklich keine Probleme. Na, hier schaffen wir auch keine 100 Meter. Vielleicht, wenn ich hier... Nee, das war 49 Meter. Na komm. So, ab geht's. Ja Leute, also das ist die einzigste Aufgabe, wo ich selber weiß, oder wo ich selber nicht weiß, wie ich das schaffen soll. Bei den anderen Aufgaben kein Problem, das war immer mein Versagen oder halt mit, wo die Zeit da steht, da muss man halt vielleicht noch ein bisschen schneller werden. Aber das hier mit den 100 Metern, habe ich wirklich noch keine Ahnung. Echt, keine Ahnung, wo ich das schaffen muss. Leider konnten sie die Trainingsaufgabe nicht meistern. Gut, dann machen wir ganz normal trainieren halt. Ja, da tut sich nicht mehr so viel. Bestätigen. Ich sage vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt bei Sky Alpine Racing 2007. Mein Name ist Gabur und vielleicht bis zum nächsten Mal.